So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben es wieder mal geschafft, eine Pizza zu finden, die sehr interessant aussieht, die ich auch mit euch testen möchte. Wer mich kennt und weiß, dass ich Pokémon Go spiele und selber auch Pokémon Go spiele, der weiß ja, dass meine Geschenke immer aus Budapest kommen, nämlich von der Margareteninsel. Und jeder war so, Ramses, wieso kommen deine Geschenke denn immer aus Budapest? Jetzt zeige ich euch, dass nicht nur die Geschenke aus Budapest kommen, sondern auch die Pizza. Wir haben nämlich wieder mal im Rewe war das, glaube ich, schon wieder die schöne Original Wagner Big City Pizza gefunden aus Budapest, beziehungsweise inspired by Budapest. With Pepperoni Sausage und Edam Cheese. Echt Wagner, das ist also eigentlich nur eine Pepperoni Pizza. Also Pepperoni Wurst und Käse. Ist also, ja. Was hat das jetzt theoretisch? Gibt doch sonst eigentlich auch Pepperoni-Wurst, oder nicht? Nee, gibt's nur woanders? Ach, ich weiß es nicht. Normalerweise ist Salami immer der Standard, aber jetzt habt ihr hier original die Budapester Pizza vom Rewe für Ramses, damit die Geschenke noch besser schmecken, noch saftiger sind. Die wollen wir jetzt auch mal auspacken. Wollen wir mal machen. Eigentlich ist noch die andere Pizza im Ofen, und zwar die Kartoffelspeckpizza. Das Video habe ich nämlich direkt gleichzeitig mit der Kartoffelspeckpizza gemacht. Aber weil ich so großen Hunger habe, filme ich das jetzt auch, hau das dann als extra Video raus. Zeige euch, wie das dann aussieht. Wenn ihr die ausgepackt habt, einfach nur mit Käse und mit Pepperoni-Salami. Es gibt ja auch beim Abo, wenn man da bestellt, immer die Pizza Pepperoni-Wurst. Wenn man also, wem die Salami zu fettig und zu lasch ist, der gönnt sich einfach statt Salami Pepperoni-Wurst. Hier sage ich, ist der Käseanteil ganz groß geschrieben. Sieht auf jeden Fall interessant aus, wenn ich das hier jetzt mal runterkriege. So. Pepperoni-Wurst sind auch immer kleinere Scheiben als so Flatschen Salami. Da sind auf jeden Fall auch ganz viele Stückchen drauf, wie man sieht. Die hauen wir jetzt mal in den Ofen, beziehungsweise wenn die andere rauskommt, und probieren die dann mal, wie die schmeckt. Weil das eine dicke Pizza ist mit einem dicken Rand, wissen wir, dass die eh nach 5 Sekunden wieder Eis. Jetzt leckt doch nicht an der. Die ist doch kalt. Adi, nein. Oh, die Tür geht auf. So, und auch die Budapester Pizza ist fertig. Wieso auch? Ja, wie gesagt, ich habe eben noch das andere mit der Kartoffelspeckpizza gemacht. Jetzt ist die fertig, jetzt wollen wir die probieren. Die ist natürlich wieder so eine mit einem dicken Boden. Das heißt, die sind meistens außen schwarz und innen kalt. Das Problem ist auch einfach mein Ofen. Irgendwas stimmt nicht mit meinem Ofen. Eben hat es schon wieder geraucht wie sonst was. Die ganze Tür ist verkohlt. Trotzdem sieht der Käse hier an manchen Stellen aus, als hätte der noch nie ein Sonnenlicht gesehen. Der Boden ist trotzdem schon irgendwo ein bisschen schwarz an den Rändern. Das Papier ist auch schon wieder kohlrabenschwarz gewesen, keine Ahnung. Dann denken die Leute, ich benutze das zu oft, aber selbst wenn ich es einmal nur benutze, ich habe danach wirklich ein neues genommen, gab es Probleme. Ich glaube also irgendwann, wenn die Wohnung explodiert, das ist mein Hilferuf gewesen. Jetzt nehmen wir uns ein Stück, wir nehmen mal hier hinten das, nehmen wir hier raus. Ihr seht, das ist das hier, so amerikanisch könnte man sagen, ist immer ein bisschen dicker. Da ist auch eine Scheibe Wurst, die hängt hier am Rand. Eine Pepperoni-Wurstscheibe, die probieren wir erstmal solo. Schmeckt auf jeden Fall anders als normale Salami. Finde ich, Salami schmeckt besser. Die hat einen komischen Geschmack. Trotzdem kommt etwas Schärfe hinterher, also ganz dezent. Kommt etwas Schärfe hinterher. Da hätte ich jetzt mehr erwartet, ne? Aber es ist ja auch eine Tiefkühlpizza. Da könnt ihr keine hochwertigen Zutaten erwarten. Nicht mal vom Herrn Wagner. Jetzt probieren wir mal. Beiß mal in die Spitze da, wo dieser Käse ist. Der extrem weiße Käse, der noch gar nicht zerlaufen ist. Schmeckt gerade nach nix. War auch kalt und labbrig. Wir probieren es mal weiter hinten. Okay, an der Ecke hinten war der Boden jetzt sogar recht knusprig, trotzdem luftig locker. Ihr habt auch gleich Käse und eine Pepperoni-Wurstscheibe zusammen gehabt, also genauso wie es sein soll.
Was man bei denen halt hat, die hat man frisch aus dem kochend heißen Ofen rausgenommen und sie ist trotzdem direkt fertig zum Essen, während andere Sachen sonst immer noch heiß sind, ist eine Pizza mit so einem fluffigen hohen Boden jedes Mal nach 5 Minuten kalt. Das heißt, ihr müsst euren Mund vor den Ofen hängen und die Pizza aus dem Ofen direkt in euren Mund schieben, dass ihr die noch kriegt, dass sie wenigstens Zimmertemperatur hat. Und bei jedem anderen hätte ich mir jetzt schon den Mund verbrannt. Hier esst ihr und das Essen ist ein Kampf gegen den Kälteprozess. Aber trotzdem schmeckt es einigermaßen gut, muss ich sagen. Könnte aber noch ein Ticken schärfer sein. Und ein Ticken wärmer, obwohl da müsste man wieder so lange warten. Ich esse jetzt die Hälfte, die andere Hälfte gebe ich meiner Mom, die ist nämlich da, die hat ja auch die Kartoffelpizza mit mir geteilt. Und habt ihr die schon mal probiert? Diese Big City Pizza, inspired by Budapest. Gute Pizza auf jeden Fall. Würde ich natürlich auch nochmal essen. So ist das nicht, ne? Ich mag das ja eigentlich, wenn die so fluffig und knusprig sind. Ist mal was anderes. Trotzdem, was ist eure Lieblingspizza? Schreibt's mal rein. Habt ihr schon andere Big City Städte probiert? Irgendwie gibt's die schon seit 100 Jahren und jedes Mal schreiben sie was anderes drauf und es ist trotzdem immer das Gleiche, was es eigentlich schon immer gab. Es ist nichts Neues und man denkt, es ist was Neues. Das war's auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.